Erste Aufgabe des Betriebsabrechnungsbogens, nachdem wir uns den als Zeilenspaltenschema klar gemacht haben, die Verteilung der primären Gemeinkosten. Den Begriff hatten wir bereits geklärt, von außen Kosten für von außen bezogene Leistung. Zweite Aufgabe, und jetzt benutzen wir eine Abkürzung, weil das Wort so elend lange ist, die IBL, kleines i, kleines b, großes L, die innerbetriebliche Leistungsverrechnung. IBL, innerbetriebliche Leistungsverrechnung, es reicht, wenn Sie die Abkürzung dort notieren in Ihrer Struktur. Und die dritte Aufgabe heißt Zuschlagsätze bilden. Warum brauchen wir die Zuschlagsätze? Weil wir die Gemeinkosten umlegen müssen auf das Produkt letztlich. Die Einzelkosten haben wir direkt zugerechnet, die kommen nicht vor im Betriebsabrechnungsbogen, allenfalls mal so als Zeile, als Kalkulationsbasis, aber es wird damit weiter nichts gemacht mit den Einzelkosten, die kommen direkt in die Kostenträgerrechnung und die Gemeinkosten müssen umgelegt werden über Schlüsselsätze. Das heißt, dieses dritte Element, Zuschlagssätze bilden, führt uns sozusagen in die Kostenträgerrechnung, ist also die wichtigste Aufgabe. Ohne diese dritte Aufgabe, Zuschlagssätze bilden, kommen wir nicht weiter in unserem dreistufigen Prinzip. Das ist also die zentrale Aufgabe der Kostenstellenrechnung. Innerbetriebliche Leistungsverrechnung, es gibt Leute, die vernachlässigen die. Ja? Aber die Zuschlagssätze, das ist entscheidend und das ist der Brückenschlag zur Kostenträgerrechnung. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.